Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen zu der Meta-Arena Nummer 119. Wie immer mit dabei, der Jens. Sali Jens. Hi, kurz. Ja, wir fangen gerade an mit dem Feedback zu der Meta-Arena Nummer 118. Da möchte ich zuerst noch erwähnen, das steht jetzt da nicht, aber ich habe das Feedback gekriegt, ich soll doch die Screenshots von den YouTube-Kommentaren so machen, dass es mehr vom Bild ausfüllt. Und das ist natürlich sehr richtig. Da habe ich mich jetzt mal daran orientiert und ich hoffe, man kann das jetzt auch auf einem Mobile-Device ein bisschen besser lesen. Wenn man es allerdings nur lässt, so den Podcast einfach lässt, und ich es ja eh auch immer vorlesen, darum ist es jetzt nicht so schlimm, wenn man es nicht genau lesen kann. Ja, der GoKenji schreibt: Eine super Meta ohne Arena. Top. Danke für das Covid-Impfung-Erklärstück. Ich bin versucht, das Format kurz gefragt zu starten. Ja, und da würde ich natürlich den Werte Stefan Schulz zitieren und sagen: Go Podcasting, machen Sie das. Dann schreibt er weiter zu den Chip-Gegnern. Da frage ich mich immer, ob diese Personen weder Mobilephone noch Internet besitzen. Ja, das frage ich mich eben genau auch, weil das wird maßlos überwacht. Da hat man allen Gesetze diesbezüglich, BÜPF, NDG, man hat immer Ja gesagt. Es ist zwar noch vor das Volk gekommen wegen dem Referendum, aber man hat immer Ja gesagt. Und jetzt, bei so einem völlig absurden Schritt, kommen die irgendwelche und sagen: Chippen. Ja, er schreibt weiter. Und bevor du fragst, kurz, klar bin ich als alter Cyberpunk-Fan voll für das Chippen, so dass man mir 24 Stunden direkt die Werbung ins Gehirn ballern kann. Sarkasmus. Noch kurz gefragt, ist Schweizerdeutsch lieber als Hochdeutsch? Nein, aber weil viel Schweizerdeutsch einfach schreiben, bin ich amigs gerade so im Vorlesemodus Schweizerdeutsch und am Anfang merke ich es dann amigs nicht und fange dann nochmal von vorne an. Aber es kommt im Prinzip nicht drauf an. Das Wahnsinn antwortet auf den Kommentar: Mit Hochdeutsch hast du halt einfach die grössere Reichweite, aber Zerdeutsch macht es heimeliger. Also mein Abo hat es schon mal. Und das ist jetzt wahrscheinlich bezogen auf den Kurz-Gefragt-Podcast. Können wir auch gerne auf Hochdeutsch machen. Also ich bin da durchaus flexibel. Mit Arena, wo ja die Arena selber meistens auf Schweizerdeutsch ist, macht es einfach keinen Sinn, wenn wir es auf Hochdeutsch kommentieren. Jens, Ergänzungen ja. Bis dahin? Eigentlich nicht. Außer dass ich mich gut finde, wenn weitere Podcasts in der Art und Weise natürlich auftaucht. Mm-hmm. Also sagen wir da schon mal. Merci, dass Sie mitmachen. Ich brauche mal noch ein gutes Danke vom Herrn Brotz, weil eigentlich kommt jetzt immer der Breuer. Wie funktioniert das? Schreibt: Hey, erstens, Tele 1 und Impfung Rechte haben. Freiwillig soll es halt sein. Kann ich nicht ganz folgen. Müssen wir genauer erläutern. Aber ja, er schreibt weiter. Oder sie. Inhaltlich, Big Pharma kann einem halt auch erst helfen, wenn man sich den Wirkstoff holt und er benutzt wird. Hashtag Herdenschutz. Trotzdem darf ja jeder, der auf natürliche Art Kräfte aktivieren will, zum Beispiel an die frische Luft gehen, sich mindestens 30 Minuten am Tag bewegen und brav sein Gemüse essen. Und da zwingt einem bis jetzt auch niemand. Klammern, nicht nur der Kurz würde ein Referendum ergreifen. Selbstverständlich. Wobei jetzt weniger wegen dem Gemüse wie wegen der Bewegung wahrscheinlich. Nein, natürlich wegen der Einschränkung von der persönlichen Freiheit würde man das Referendum ergreifen. Schnell eine Klammernbemerkung noch von meiner Seite. Müssen wir im Auge behalten, wie das mit der Grundversicherung und der Krankenkasse weitergeht, wenn da alle ihre Fitnessuhr müssen tragen und dann je nachdem Prämien definiert werden. Geht dann ein bisschen in die Richtung. Klammern geschlossen. Und er oder sie schreibt weiter: Zweitens, Brücken bauen. So Stellen finde ich auch wichtig. Aber was ist der Punkt bei der CH-Pass-Polizei? Ist das nicht veraltet? Und reagiert jemand, der seine Wurzeln im Kongo hat, vielleicht auch sensibler auf einen Polizist, der im Kongo aufgewachsen ist? Ich finde es nicht veraltet, weil wir sind da bei einer ähnlichen Diskussion wie beim Stimmrechtsalter 16 und dann
die gleiche Diskussion, wo es darum geht, ob Ausländer sollten können abstimmen oder nicht. Und da bin ich halt der Meinung, dass der abgeschlossene Integrationsprozess mit dem Schweizer Pass einhergeht. Wenn man also die Rechte haben will, muss man auch die Pflichten entsprechend in Kauf nehmen, was an einen Pass gekoppelt ist. Dann heisst es weiter, ich habe mich wie ein Gorilla beim Gedanken erfreut, dass du dich vielleicht an den Kommentar zu der freudigen Raupe erfreust. Ich habe gerade zwei Gorillas gesehen, die haben sich 3 Minuten an einer Raupe erfreut. Das war wundervoll. Ein Träumli. Als Öffner und Schlussbeitrag elektrisierte Kinder und zerhackte Tiere ist auch immer noch erfreulicher als ein Corona-Beitrag It's Really Batman. Gruß, The Night Shift Dude. Corona-Nanana? Corona-Nanana, It's Really Batman! Ja, Jens, Ergänzungen. Nein, da tatsächlich nicht. Heute kein Regio-TV. Wir schauen dafür direkt die Arena. Bitte, dann schaue ich halt meine eigene Arena. Mit Blackjack und Nutten. Mit Kurz und Jens. Und wir fangen gerade an mit dem Intro und den Gästen. Ich habe wieder mal Musik geklaut, wahrscheinlich wird es gnadenlos gesperrt werden auf YouTube. Im Podcast könnte man es dann noch hören. Auf YouTube würde ich dann wieder so eine Fahrstuhlmusik, Liftmusik einfügen, falls es gesperrt werden würde. Wer erkennt den Soundtrack? Heute in der Arena. Jens, hast du einen Verdacht? Leider nein. Gut, dann lassen wir es doch da mal noch unaufgeklärt und schreiben es in die Kommentare. Albert Rösti, Nationalrat SVP. Er sagt, ich wehre mich gegen überzogene Maßnahmen des Bundesrates, die für die Gesundheit nichts bringen. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, wenn es eine Urheberrechtsverletzung gibt, aber trotzdem darfst du es abspielen, dann wird unten am Video angezeigt, was du geklaut hast. Dann ist ja gerade allen klar, was es ist, dann muss man es auch nicht mehr in die Kommentare schreiben. Aber mal schauen, vielleicht ist es auch nicht gesperrt, wir werden es sehen. Lass die Menschen arbeiten, so helfen wir der Wirtschaft am besten. Balthasar Glattli, Präsident Grüne, sagt, es sind nicht die harten Maßnahmen, die Wirtschaft ruinieren. Im Gegenteil. Je schneller wir das Virus unter Kontrolle bringen, desto schneller erholt sich die Wirtschaft. Christa Markwalder, Nationalrätin FDP, sagt, es braucht nicht viele, sondern wirksame Maßnahmen. Gewisse Corona-Regeln des Bundesrates sind nicht durchdacht und schaden mehr, als sie nützen. Jon Pult, Vizepräsident SP, sagt, nur entschlossenes Eingreifen kann jetzt noch Leben retten. Es macht mich unendlich traurig, wie unbekümmert gewisse Politikerinnen und Politiker die vielen Toten in Kauf nehmen. Außerdem später in der Sendung ein Interview mit Christian Rathgeb, Präsident Konferenz der Kantonsregierungen. Die Arena, moderiert von Mario Grossniklaus. Ja, das verändert unseren Parteiencounter wie folgt. Der Rösti von der SVP plus 1 macht 126, der Pult von der SP plus 1 macht 115, der Markwalder von der FDP plus 1 macht 108, der Glättli von der Grünen plus 1 macht 65. Und wir starten gerade mit dem Opener vom Mario. Einen schönen guten Abend miteinander, meine Damen und Herren daheim, aber auch ein herzliches Willkommen meinen Gästen hier im Studio. Aus Corona-Gründen natürlich auch heute wieder ein bisschen leer, meine Damen und Herren. Was gilt jetzt? Wo gilt es? Wie lange gilt es? Ich weiss nicht, wie es euch ist gegangen in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin auf jeden Fall zum Teil nicht mehr so recht rausgekommen auf diesem föderalen Flickenteppich. Mit dem ist jetzt Schluss, ob es einem gefällt oder nicht. Der Bundesrat hat jetzt Regeln definiert, die klar und für alle gültig sind. Für die Bevölkerung ist es in der aktuellen Situation nicht entscheidend,
wer etwas anordnet. Entscheidend ist, dass die Ansteckungen wieder sinken. Die Situation, die ist schlimm, Herr Rösch, die sagt Frau Bundespräsidentin da. Jetzt muss mal etwas gehen, und zwar egal, wer entscheidet. Ja, also es geht gerade auf die Kompetenz- und Entscheidungsfragen in der Eröffnungsrunde. Ich habe jetzt da gleich noch einen Beitrag drin lassen, und zwar vom Herrn Glättli. Weil er benutzt den Terminus, er sei grosser Fan von etwas. Und ich bin natürlich grosser Fan, wenn man den Terminus «Ich bin grosser Fan von XY» verwendet. Also Kantone, die haben reagiert auf das Ultimatum vom Bundesrat. Genau, sagen wir. Sie haben Massnahmen beschlossen, jetzt kommt der Bundesrat und nimmt ihnen wieder das Heft aus der Hand. Das ist schon eine Art Schuss vor den Bug der Kantone. Ich kann den Bundesrat nicht vor einem Vorwurf befreien, aber der Vorwurf ist nicht, dass er jetzt Zügel ergreift, sondern dass er erst jetzt Zügel ergreift. Man hat es viel zu lange schlittern lassen. Ich bin ein grosser Fan vom Föderalismus, aber was wir an Föderalismus erlebt haben, ist nicht ein intelligentes Zusammenschaffen, zusammen zum Beispiel ein Ampelsystem entwickeln in der Zusammenarbeit der Kantone, sondern wir haben Bauernkantönengeist erlebt, leider bei sehr vielen Kantonsregierungen und letztlich auch eine Verantwortungsdiffusion und nicht der Wille von vielen in einer gesundheitlich wirklich sehr schwierigen Situation die unangenehmen Entscheide zu treffen, die es braucht, um die Situation wieder in den Griff zu kriegen. Und ich bin froh, hat der Bundesrat endlich gehandelt. Ich bin unzufrieden, hat er zu wenig konsequent gehandelt. Also, grosser Fan vom Föderalismus, aber da war er halt scheisse gewesen. So, gemäss Glätte. Einspieler mit den verschiedenen Massnahmen. Dass wir eine Auslegeordnung machen. Unsere grünen Figürli, die ihr ja bestens kennt aus der Arena, die erklären euch, was der Bundesrat jetzt will mit den neuen Regeln, die seit heute auf dem Tisch ist, oder sie, und vor allem, was ab morgen überall in der Schweiz gilt. Das öffentliche Leben soll abends stark eingeschränkt werden. Ab 19 Uhr gilt eine Sperrstunde. Einkaufsläden müssen um diese Zeit schließen. Auch Freizeit- und Sportanlagen müssen ab dann zumachen. Das Gleiche gilt für Restaurants, Bars und Clubbetriebe. Außer am 24. Dezember und Silvester. Dann gilt die Sperrstunde erst ab 1 Uhr. Kantone, die gewisse Bedingungen erfüllen, dürfen die Sperrstunde bis auf 23 Uhr ausweiten und auch andere Öffnungszeiten anpassen. Das gilt im Moment etwa für Kantone der Romandie. Kulturelle und andere öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Es gibt wenige Ausnahmen, etwa religiöse Feiern und politische Versammlungen. Bei privaten Veranstaltungen dürfen höchstens 10 Personen anwesend sein. Da kommt man als Bürgerinnen und Bürger nicht so recht raus. Ja, Jens, die neue Massnahme. Bist du zufrieden mit dem Bundesrat? Ja, doch. Also, ich meine, nächste Stopp wäre in dem Sinne ein Shutdown oder etwas. Aber nur schon, dass wir jetzt die Sonntagsverkäufe abgeschafft haben für das Jahr, plus die anderen Begrenzungen. Gnadenlose, voll okay. Gnadenlose Partikularinteressen, weil du am Sonntagsverkauf hättest müssen arbeiten. Nein, nicht unbedingt. Ich finde es grundsätzlich überflüssig. Es ist schlicht nicht nötig. Aber jetzt aus epidemiologischer Sicht müssen wir natürlich sagen, jetzt tun sich halt die Leute, die sowieso gehen, posten, auf einen geringeren Zeitraum verteilen. Also hast du mehr Leute in der Läden. Quatsch. Ist nicht so. Erleuchtet sie. Außer du bist in der Lebensmittelbranche. In der Lebensmittelbranche ist es so. Aber die Lebensmittelbranche wird grundsätzlich immer überholt dann. Das hast du dann. Aber alles, was nicht Lebensmittelbranche ist, wird schlicht und ergreifend nicht überrollt. Weil wir haben noch den Onlinehandel, der sehr gut läuft. Der Onlinehandel ist auch etwas, was sogar bei der Lebensmittelbranche etwas ist, weil die Leute finden, wieso sollte ich mich mit x anderen in den Laden einstellen, wenn wir den Lieferdienst das Ganze auch direkt vor die Haustür stellen. Das funktioniert. Du kannst immer so sagen,
die Leute, die sich dann auch in die ganze Läden nie pressen, denen könnte man unterstellen, dass die IQ ungefähr im Tempolimit von einer Dorfstrasse liegt. Aber ja, das ist meine Perspektive. Das, ja. Also was ich einfach noch interessant finde, ist, dass es jetzt Lebensmittelläden auch trifft. Weil, wo wir den Shutdown hatten und alles zu war, sind die explizit nicht betroffen gewesen. Ja, aber eben, wenn man halt will, dass die Leute nicht auf der Gasse sind, dann machen wir halt alles zu. Wir müssen sich die Leute halt arrangieren. Ich muss mir jetzt auch einfallen lassen, wenn ich mein Bier gehe, posten, während ich am Arbeiten bin und so weiter. Also, da muss man sich halt mal einstellen drauf. Das ist aber voll nicht meine Stärke. Dann muss man lernfähig sein und anpassungsfähig. Ja, ich mache es. Lieferdienst liefern ja noch. Also ich könnte die durchaus bis nächstes Jahr überleben. Wie ist jetzt das mit diesen Restaurants? Das wird ja da heiß diskutiert. Da schauen wir und hören wir rein. Es ist ein ganzes Paket an Regeln, das jetzt da auf uns zukommt, was viele Leute aber nicht können verstehen in diesem Land, ist der Punkt mit den Restaurants, oder? Dass die um 7 Uhr am Abend müssen zutun. Klärt mich mal auf. Was bringt das? Ich kann das nicht aufklären. Also, und zwar unabhängig. Die einen finden es zu spät, die anderen zu früh. Aber dass es jetzt 7 Uhr sein sollte, das kann, glaube ich, niemand erklären. Für mich ist es die Strategie durchsuchen. Im schlimmen Sinn vom Wort. Die halbpatzigen Massnahmen, das nützt gegen den Coronavirus zu wenig. Und es ist trotzdem für die Wirtschaft ruinös. Also. Aber man tut sich davon drücken vom Bund, dass man sagt, wir brauchen harte Massnahmen und wir müssen dann aber auch entsprechend entschädigen. So wie man das zum Beispiel in Deutschland, Frankreich macht. Das verstehe ich eben auch nicht. Also warum hat man nicht schon viel, viel früher gesagt, wieder das gleiche Konzept, Freunde, wir machen 2 Wochen komplett dicht, richten da jetzt noch 1-2 Wochen Zeit, richten da ein, dann 2 Wochen dicht und dann sind wir wieder auf quasi Null unten und dann dasselbe wieder von vorne, bis wir die Impfung haben. Also halt die verschiedenen Wellenbewegungen. Das hat man ja im Frühling schon gewusst, dass die Wellen kommen. Ganz anders gesehen, dass der Herr Rösti, der findet, auch was mit dem Schutzkonzept geht durch das wunderbar. Ich bin im März hier an der gleichen Stelle gestanden, wo es um einen Kommentar vom Lockdown ging. Ich habe dann den Lockdown unterstützt, weil zwingend eine Sensibilisierung hat müssen stattfinden musste. Und man hat die nur hergebracht, weil man in dem, dass man ein Restaurant hat zugetan. Ist noch heute meine Überzeugung, dass das dann zumal richtig war. In der Zwischenzeit ist etwas gegangen. In der Zwischenzeit hat das Restaurant mit massivem Schutzkonzept sehr viel gelernt. Wir haben eine Regelung nur zu viert. Alle haben Plexiglas. Und jetzt muss ich sagen, jetzt muss man diese Schutzkonzepte, und da bin ich einverstanden, dass man die rigoros durchsetzt, aber anwenden. Aber jetzt der Entscheid am 7. Wir haben noch diese Woche in einer Mehrheit der Gesundheitskommission gesehen, die Tür das auf die Zähne setzen. Weil mit 7 tut man am Restaurant einfach die Einnahmen wegnehmen, ohne dass man eine Verbesserung der Gesundheitssituation hat. Über einen Mittag hat das Restaurant deutlich weniger Umsatz wegen dem Homeoffice. Und jetzt nimmt man nämlich das Abendgeschäft. Also sie können jetzt praktisch schließen. Darum sage ich, ist keine Evidenz. Ich bin absolut für Gesundheitsschutz. Aber es muss eine Wirkung haben. Und man tut jetzt all diesen Restaurants, die eigentlich hier vorbildlich geschaffen, tut man jetzt ein Knebel in die Speiche, ohne dass es etwas wird bringen. Er ist natürlich von der Fraktion offen behalten, aufmachen, so weit wie möglich. Gleichzeitig sagt er aber 10. Also auch er fordert nicht die Aufhebung von der Sperrstunde. Das dann doch nicht. Das 10 ist immer noch gut. Da sieht man, ihm geht es darum, dass er noch an den Abend gemütlich geht, zu Nacht essen. Aber wenn man aktuell eigentlich nicht wirklich so auswärts geht, zu Nacht essen, das ist ein anderes Thema. Oder um das geht es ja gar nicht. Nein, hat gar nichts mit dem zu tun. Jens, wo lebst denn du? Unter einem Stein und es ist schön. Patrick. Der Punkt mit dieser 7-Regelung ist einfach, ja, 7 ist einfach willkürlich. Apropos Willkür, willkürparagraf.ch unterschreibt noch das Referendum. Wir haben noch ziemlich wenig Unterschriften. Und wenn das Referendum nicht würde zustande kommen, dann muss man halt schon sagen. Ja, das ist alles scheiße leider, das muss man echt mal sagen.
Ja, 7 willkürlich. Also, Siebni ist völlig willkürlich. Nach meiner Meinung ein Fehlentscheid. Ich sage einfach, das heisst faktisch für das Restaurant eigentlich eine Schliessung. Ja. Also, zu wenig Geld. Auf der anderen Seite tut man nicht den Mut an, zu sagen, man macht auch am Mittag zu und man gibt ihnen das Geld. Und das mag mir nicht in den Kopf. Weil wir haben es im Frühling gesehen. Auch im Frühling hätte man können sagen, die eine oder die andere Massnahme ist unnötig. Wir haben in der Deutschschweiz hier ganz tiefe Fallzahlen gehabt und haben trotzdem müssen unten durch. Und das war aber richtig, weil erst wenn man ganz wenig Fälle hat, kann man das machen, was Christa Marquardt sagt, nämlich zurückdrehen und schauen, dort, wo Fälle neu entstehen, warum sind sie entstanden, und nachher auch sagen, wo liegt das Problem. Heute, in dieser Höhe von Fällen kann man das nicht mehr machen. Ja, 7, 9, 10, Frau Marquardt, was darf sein? Das reagieren, oder? Weil es geht ja letztlich darum, zu überlegen, wo kann man die Infektionsketten brechen und eben die Ausbreitung des Virus, die Weiterverbreitung stoppen. Und bei den Restaurants macht es wirklich keinen Sinn, wenn man sagt, man tut sie am Abend am 7. zu. Es ist nämlich auch unehrlich, aber es ist eine Teilschliessung. Und wenn man es ehrlich macht und sagt, Restaurants sind tatsächlich ein Ansteckungsort, aber das sind sie eben nicht. Also, so wie wir heute Zahlen haben, und es gibt andere Studien, dass man sich dort ansteckt. Die Restaurants haben viele Schutzkonzepte. Wir müssen noch ein bisschen schauen, welche. Also, man kann dort die Gastronomie natürlich in dieser heterogenen Branche auch nicht alle über den gleichen Leisten schlagen. Aber die Restaurants mit funktionierenden Schutzkonzept, es leuchtet mir nicht ein, warum sie zum Beispiel schon nur im Kanton Bern um 9 Uhr am Abend zutun sollten und nicht bis um 10 Uhr, weil dann gehen alle Leute zur gleichen Zeit essen. Und es macht doch keinen Sinn, wenn man Gästeströme quasi konzentriert, anstatt dass man den Restaurant längere Öffnungszeiten lässt, damit auch die Leute nicht so konzentriert in die Beine sind. Ja. Jens, überzeugt es dich? Ich bin doch geteilt dran, was das betrifft. Zum einen finde ich es wichtig, dass es eine Sperrstunde gibt. Der Zeitpunkt mit 7 Uhr, ja, hätte man vielleicht auch achten sagen, aber ich bin schließlich nicht bei dieser Entscheidung inbegriffen. Von dem her, ja. Eben, ich wiederhole meinen Punkt von vorher. Aktuell sollte man gar nicht auswärts fressen, aber ja. ja. Aber dann müsstest du eben zumachen und entschädigen, das, was der Glättli sagt. Ja, ganz genau. Das, eben, wenn man es so aufziehen will, ja, eben, von mir aus machen alles zu, aber eben, entschädigen das Zeug. Und vor allem entschädigen richtig. Ich habe gerade letztens, gestern habe ich wieder etwas gehört von einem Betrieb, also von einem Kleinbetrieb, von einer Einpersonenbude, wo als Ausgleichszahlung Sati 46 Franken bekommt. 46 Franken. Da wird es dann knapp mit den Lieferdiensten. Ja. das mit der Sperrstunde, wenn wir das noch historisch anschauen, am Beispiel. Ein wunderschönes Beispiel. Von der Stadt Winterthur. Ich weiss nicht, ob es so wunderschön ist. Es sagt dort recht einen Scheiss. Ein wunderbares Beispiel. Mir ist per Zufall die Seitengeschichte von der Stadt Winterthur von 1844 in die Finger gekommen. Und da haben wir den Johann Konrad Troll, der das beschreibt. Und er geht zurück bis 1650 oder auch noch weiter und beschreibt dann, wie ist es ab 1830 und. Und zuerst habe ich mich mal persönlich beleidigen lassen, weil er schreibt da vom Rauchen. Mit vielen Männern ist es ja wie mit den Küchenöfen. Je weniger Feuer in ihnen ist, desto stärker rauchen sie. Und auf das zünde ich mir natürlich ein Zigarettchen an und wir hören, was er zu der Sperrstunde in Winterthur zu sagen hat. Im Jahr 1650 wurde die Polizeistunde auf 8 Uhr gesetzt. Es leisteten 6 Tapferen und 13 Zapfenwirte den Eid, dass sie nicht länger als bis 8 Uhr sitzen lassen, weder geistlichen noch weltlichen Gesang singen, weder johlen noch schreien, keine Spielleute, Geigen, Sackpfeifen und so weiter in ihren Herbergen dulden, auch niemand tanzen und spielen, weder Karten und Würfeln lassen wollen. Damals wurde unser öffentliches Leben in eine Totenstille eingezwängt, und zwar aus Grundsatz.
Der Magistrat lebte des Glaubens, die große Masse der Bürger gehöre zu den Stillen im Lande, die am liebsten zu Hause sich aufhalten und die Ordnung und Ruhe über alles schätzen. Diesen sei keine polizeiliche Verordnung zu streng. Eine ordnungsliebende Obrigkeit habe es überall nur mit einzelnen Leichtsinnigen, Schwärmern und Lärmern zu tun. Diese könne die Polizei am leichtesten auf dem Boden der Versuchung, in den Trinkstuben, bekämpfen, wenn sie ihnen Licht und Wein entziehe. Denn wirklich treten die Schwärmer nie leiser auf, als wenn sie im Finstern tappen müssen. Die Lärmer verstummen bald ohne Wein, und die Unruhigen gehen durch das Beet am schnellsten zur Ruhe ein. Es liegt also in obiger Polizeiverordnung, so sonderbar sie scheinen mag, eine Masse von Menschenkenntnis und Staatsklugheit verborgen. Die neuen Regenten, welche aus dem Jahr 1830 hervorgegangen, haben die Polizeistunde bis auf 11 Uhr nachts verlängert. So etwas konnte nur geschehen, wo entweder keine Grundsätze echter Polizei oder nur in verkehrter Ordnung herrschten. Auch ist das Ehrendenkmal, welches diesen Befördern der nächtlichen Freiheit errichtet worden, bereits in Stücke zerfallen. Der stille Geist, welchen das Jahr 1650 gepflanzt, vermochte sich über 100 Jahre zu erhalten. Und jetzt sind wir im Jahr 2020 und es kommt wieder. Und sogar 7. 1650 haben sie bis um 8 dürfen saufen. Nein, für mich macht es wirklich keinen Sinn. Also in dieser Form. Weil eben die Empfehlung ist, man soll gar nicht rausgehen. Man soll gar nicht auswärts essen. Man lässt aber die Beizen auf, dass man es nicht zahlen muss. Macht es aber nur bis zum 7., damit es ja niemand zu fest ausnutzt. Also damit nicht zu viele Leute unterwegs sind. Es ist ein Gegensatz nach dem anderen. Salamitaktik. Ja, da wünsche ich mir also mehr Mut beim Bundesrat. Und dass der Bevölkerung vielleicht auch mal erklärt, nicht einfach mit den Massnahmen droht, sondern jetzt droht es ja schon mit dem Lockdown, kann man machen. Nur wenn sich dann die Leute nicht daran halten, nützt es nichts. Weil im Privaten kannst du es einfach nur mässig einschränken. Du musst die lieben Leute mitnehmen und sagen, Freunde, wir haben echt ein Problem mit unseren Spitälern. Es sterben Menschen. Also 2 Wochen Ball flach behalten und dann ist alles wieder lässig. Und dann geht das halt wieder 2, 3, 4 Wochen und dann ist es wieder scheiße. Dann müsst ihr wieder 2 Wochen den Ball flach haben und dann kommt die Impfung gleich mal. Jetzt hat man ja, das Ende ist ja in Sicht mit dieser Impfung. Gleichzeitig ist halt auch die Situation, dass halt sehr viele Leute, obwohl sie permanent entweder vor einem Computer stehen und irgendeinen Browser-Tab offen haben, neben dem, was eigentlich am Arbeiten sind, oder die permanent noch das Handy in der Hand haben und auch irgendwo miteinander surfen sind, halt schlicht und ergreifend nicht mitschneiden, was eigentlich die Angaben sind. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch wieder bei mir auf dem Job gesehen, wo Leute schlicht und ergreifend nicht können begreifen, dass Informationen, die um 3:30 rausgegeben worden ist, um 6:30, je nachdem halt keine Gültigkeit mehr hat. Wenn man dann nachher Ewigkeiten kommen wir an diskutieren. Aber da haben sie das geschrieben. Ja, und nachher das. Aber da haben sie das geschrieben. So, ja, und später haben sie das dann revidiert. Ja, aber das ist das Huren Durcheinander. Aber das geht das. Aber das ist das Durcheinander, was der Mario angesprochen hat, dass man da halt nicht mehr so recht rauskommt. Oder eben auch. Ja, man wird halt permanent mit irgendwelchen Infos bombardiert und irgendwann macht dann halt irgendwie den Kopf zu und schneidet nicht mehr mit. Oder nur noch irgendetwas. Da kommt man als Bürgerinnen und Bürger nicht so recht raus. Zusammengefasst. Ja. Ja, nächste Woche dann gibt es nochmal eine Corona-Sendung, man weiß das nicht. Ja, wenn der Lockdown kommt, dann wird es das geben. Oder der, oder der Shutdown oder was dann auch immer. Ja, Deutschland macht da jetzt zu, ja. Ja. Aber Grenzen sind noch offen. Gibt das jetzt einen umgekehrten Einkaufstourismus? Oh, eine Sogwirkung. Die hinterletzte Frage. Ja. Gut, also, das ist es schon fast von der Arena, meine Damen und Herren. Produziert hat es heute Abend Michael Zollinger. Wir haben, das ist klar, in diesem Corona-Winter mehr Zeit als sonst für uns. Jetzt gibt es ja auch noch ein trübes Wochenende. Darum möchte ich mal in die Runde reinfragen. Habt ihr es ein paar gute Tipps für ein bisschen Zeit zu verbringen, daheim, Herr Rösti. Was schlägt ihr uns vor? Was macht ihr selber?
Ja, selber kann ich langläufeln auf Kandersteg. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich etwas, und vielleicht sind wir uns sogar einig, ich glaube, da kann man sich nicht anstecken. Da steht man in keine Schlange. Und das ist sicher etwas, wo man auch ein bisschen der Zukunft und ein bisschen Hoffnung kann schöpfen kann. Das mag ich am Herrn Rösti gönnen, aber natürlich kann man gleich einen Unfall machen und dann das Spital belasten. Das einfach nur am Rand. Zukunft. Und die Gedanken in den schön verschnittenen Wäldern. Also ein bisschen Sport und ein bisschen Wälder. Im Bündnerland hat es ja auch relativ viele Wälder. Trifft man euch dort auch mal an, Herr Pult? Selbstverständlich. Was schlägt ihr uns vor? Ja, es ist nicht wahnsinnig originell, aber ich glaube, einfach sich draussen bewegen ist wirklich gut. Und das sollte man machen, das hilft wirklich auch für die psychische Gesundheit, für die physische Gesundheit. Und wenn man daheim ist, ich finde wirklich, das ist auch nicht wahnsinnig originell und modern, aber ich finde, Bücher lesen ist etwas, was wirklich hilft. Um auch vielleicht Zusammenhänge besser verstehen, um auf andere Gedanken zu kommen, um inspiriert zu werden, um Hoffnung zu schöpfen. Man kann in andere Welten abtauchen, man kann so reisen, das, was man ja real jetzt nicht machen kann. Und darum finde ich, Bücher lesen, sich draussen bewegen und zwischendurch auch mal ein paar Serien schauen, ist also auch cool. Also Ablenkung ist ganz wichtig. Was für Welten taucht ihr ab? Also ein Netflix-Abo habe ich eben nicht, sondern ich schaue doch Schweizer Fernsehen. Ja, unter anderem. Play Swiss. Genau, unsere neue Plattform. Nee, mir fehlt natürlich Kunst und Kultur auch, aber ich habe immerhin noch ein Cello daheim, wo ich mich auch wieder üben kann und mich musikalisch selber betätigen, obwohl ich es natürlich auch vermisse. Wir haben das ja müssen mit unserem Orchester 3 Konzert absagen. Und da fehlt einem etwas, weil einfach das liebste Hobby kann man nachher nur noch allein oder praktisch nur noch allein ausüben. Und ich glaube, was man sich wieder ein bisschen muss besinnen, ist, es gibt auch noch Sachen außerhalb der digitalen Welt, von Fernsehen und von Handys. Und beim ersten Lockdown haben wir das Brettspiel wieder entdeckt. Mhm. Was habt ihr entdeckt, Herr Glättli? Vielleicht Socken lesen? So als Klischee beim Grünen. Ich bin schlecht im Lismen. Und habe auch nicht Sandalen geklebt. Nein, für mich ist es, mein Vorsatz, es ist jetzt für mich sehr eine intensive Zeit gewesen, vermutlich für uns alle, die in der Politik auch sind. Es wird jetzt auch noch sehr eine intensive Zeit sein, bis zur Weihnacht, die letzte Sessionswoche. Und so ein bisschen ein Vorsatz, den ich mir genommen habe, ist eben, mal das Handy auf die Seite zu legen. Und das ist etwas, was ich eigentlich nie mache, sonst so, wirklich. Und eben wieder in die Langsamkeit hineinkommen und mir die Räume zu erschliessen. Ich sage das mit der Zeit, mit meiner Tochter. Das ist natürlich etwas, wo einem dann eben, wo einem, ja, das innere Licht gibt halt. Und, oder eben mal wieder Zeit finden für ein gutes Buch. Das ist in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, sogar auch über den Sommer völlig zu kurz gekommen. Ja, Jens, was empfiehlst du, was machst du? Ich sehe aktuell einer sehr entspannten Weihnachtszeit entgegen, weil ja ich komme endlich mal dazu, am 40 tatsächlich daheim zu hocken und nicht für andere Leute umeinander hasseln. Ja, ich mache eigentlich seit Jahren an Weihnachten immer das Gleiche. Ich hocke daheim, wie am entweder selber Musik machen oder Musik hören, Modellbau lesen. Ja, so das. Also nichts von wegen grossartig Weihnachten feiern im grösseren Familienkreis oder so. Das gibt es bei mir nicht. Und bei dir? Das ist bei uns auch noch so eine Diskussion. Es wären mit den Kindern von den Geschwistern, die wären es gerade 10 Leute. Mhm. Also zwar legal, aber ob es legitim ist, andere Frage. Und ansonsten, ich habe ausnahmsweise mal ein paar Tage frei über Weihnachten Neujahr, wo ich werde investieren in Bücher lesen und, wenn alles gut läuft, in ein Redesign von unserem schönen Meta-Arena Setup, wo wir da haben, weil wir doch sehr viel Platz verschenken. Vielleicht kriegen wir dann etwas Schleueres an. Meine Empfehlung, die ich noch allen mitgeben will, ist natürlich willkürparagraf.ch, das Referendum unterschreiben. Ja. Verabschiedung und Outro. Dann wohl.
die Ruhe wiederfinden. Das kann ja auch nicht nur schlecht sein. Und wenn Corona eine kleine positive Seite hat, dann ist es vielleicht die, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir haben ein paar Tipps mitgeben für euer Wochenende daheim bei diesem schlechten Wetter. In einer Woche steht der Sandro Brotz dann hier wieder an diesem Pult. Jetzt gibt es News vom Tag und wir hier legen die Maske wieder an. Schönen Abend. Der Bundesrat dankt allen, die sich an die Hygiene- und Distanzmaßnahmen halten. Ich habe gerade zwei Gorillas gesehen, die haben sich 3 Minuten an einer Raupe erfreut. Das war wundervoll. Mimi, 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 Mimi. Ja, das wär's wieder gsi von der Meta-Arena für diese Woche. Nächste Woche dann die Meta-Arena Nummer 120. Und ich glaube, es ist die letzte dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, tatsächlich. Ich kann allerdings noch nicht versprechen, ob wir das am Sonntag 20. hinkriegen. Eventuell wird es dann irgendwann im Verlauf der Woche zwischen 21. und 24. Ich melde mich dann noch. Easy. Und in der Zwischenzeit könnt ihr, wie immer, liken, sharen, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Und kommentieren, das könnt ihr direkt unter dem YouTube-Video machen. Ihr könnt uns auch schreiben via Twitter oder via Facebook-Messenger. Ihr könnt auch Audiokommentare als Sprachnachricht schicken oder auch einfach Videos schicken an 079 957 6447 via Signal, WhatsApp oder Viber. Dann, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke loswerden wollt, könnt ihr uns natürlich finanziell unterstützen. Ihr findet die IBAN unter metarena.ch/support oder einfach via paypal.me/metarena. In diesem Sinn, eine gute Zeit. Ciao zusammen. Ade. Tschüss.